Liebe Pfarrverbandsangehörige, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseite, der Sonntag nach Ostern, der zweite Sonntag in der Osterzeit, ist bekannt als der Weiße Sonntag. Der Weiße Sonntag kommt von der lateinischen Sprache Dominica in Albis. Die Neugetauften zogen weiße Kleider, Alben an als Zeichen für das neue Leben, das sie in der Taufe empfangen haben. Eine Woche nach Ostern legten sie diese Taufgewänder wieder ab. Dieser Sonntag heißt aber auch Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Wir sagen einfach Barmherzigkeitssonntag. Johannes Paul II. Hat im Jahre 2000 in Krakau, Lagiewniki in Polen die Barmherzigkeitsbasilika geweiht. Die Schwester Faustina heilig gesprochen und den Sonntag nach Ostern als Barmherzigkeitssonntag für die ganze katholische Kirche festgelegt. Am 22. Februar 1931 erschien Jesus der Schwester Faustina und sagte: Male ein Bild nach dem, das du siehst, mit der Unterschrift: Jesus, ich vertraue auf dich. Am 13. und 14. September 1935 diktierte Jesus der Schwester Faustina den Barmherzigkeitsrosenkranz. In diesem Gebet bitten wir gleichzeitig um Barmherzigkeit für uns und für die ganze Welt. Wie man den Barmherzigkeitsrosenkranz betet und meine Gedanken dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Einen Teil des normalen Rosenkranzes beten wir ca. 25 Minuten. Den Barmherzigkeitsrosenkranz beten wir ca. 10 Minuten. Ich empfehle Ihnen allen den Barmherzigkeitsrosenkranz, vor allem in dieser schwierigen Zeit des Coronavirus. Beten wir gemeinsam, dass die Pandemie so schnell wie möglich aufhört. Barmherziger Gott, wir bitten dich für uns alle, besonders für jene, die am Coronavirus erkrankt und verstorben sind, sowie für die Familienangehörigen. Wir erbitten deinen Segen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder in der Kirche treffen und sage euch und Ihnen Servus und auf Wiedersehen.